Syphilis 7,1 Millionen, Chlamydien 129 Millionen. Mein lieber Schwan, bald schrumpft die Bevölkerung in fast allen Ländern. Bingo. England, die haben sich aus der EU verabschiedet, die machen vieles richtig, glaube ich. Asien ist gesund, denen geht's bestens. Bullshit? Ach, come on, man, also das stecke ich locker weg. Bums Fidel mit Problemen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 7 Jahren zum ersten Mal auf Bildniveau eine Einführung mache. Aber keine Sorge, es geht schon etwas tiefer rein. Die Gesamtlage der Kommentare, schockierend, noch nie erlebt. Die Phalanx, der Kontrast zwischen strohdoof und sehr intelligent. Es geht wirklich um einen der banalsten Aspekte der Preisfindung. Das ist das Angebot und die Nachfrage. Und wenn das Angebot statisch ist und die Nachfrage fällt, was passiert dann? Dann fällt der Preis. Genau. Und heute geht das Thema tatsächlich in eine weitere heiße Phase in den USA, Europa und erheblichen Teilen Asiens gibt es nämlich Epidemien. Sie sind zusammenhängend mit Geschlechtskrankheiten. Aber wir werden nicht nur über Geschlechtskrankheiten sprechen heute. Aber sie haben, wie die letzten 3 Videos, alle Themen, die wir angesprochen haben, haben einen Einfluss auf die Nachfrage. Das heißt, es gibt auch Bereiche, wo die Nachfrage steigt. Das sieht man bei den Arbeitslosendaten und den Beschäftigungsdaten in den USA. Ein fulminanter Zuwachs im Gesundheitsbereich, während in anderen Bereichen wie IT Tonnen- und Tausendfach Stellen abgebaut werden. So, mein Einleitungssatz, den lese ich vor. Das ist nämlich das Kernthema heute. Übersterblichkeit, Syphilis, Psychosen, Missbrauch, Gewalt, Angst, Indoktrination, Krieg und Demenz, multiple Pandemien, Drogentote, einbrechende Geburtenraten, das bei überbelasteten und defizitären Gesundheitssystemen und andere wirtschaftlich irrelevante Banalitäten. Irrelevant? Versteht die Ironie? Hier kommt der Test. Weil es betrifft, was ich heute sage, sehr direkt euer Wohlbefinden, eure Gesundheit und euer Vermögen. Und ich spreche an, grottenschlechte Bevölkerungs- und Gesundheitsmathematik. Ich hoffe, dass die Dichte des Verständnisses, weil ich mir richtig Mühe gebe heute, steigt. Da ich hier nur bedingt frei reden kann, empfehle ich euch dringend, ein viel klareres Bild noch zu bekommen am Webinar zu diesen Themen Nachfrage, Schwäche, Gesundheit und Vermögen am 20. Juni. Der Link ist unten und am 22. Juni. Weil da geht es um Fakten, Meinung und Analyse und vor allem geht es um Lösungen. Ich möchte einfach nicht eingeschränkt werden. Ich genieße es, frei zu reden. Der heutige Beitrag ist zwar der Schwerpunkt Geschlechtskrankheiten, aber dazu braucht man auch nur einen Taschenrechner, um das statistische Gesamtbild in diesem Beitrag zu verstehen. Es geht um bakterielle Infektionen. Ihr habt das Bild der gewissen Organe aufgeführt, die betroffen sind. Der Schwerpunkt, wie gesagt, sind Geschlechtskrankheiten, aber bakterielle Krankheiten sind ein zentrales Thema, wie wir das vernehmen durften in einem Treffen zwischen Bill Gates und der Bild mit der Marion Horn, der Bild-Chefredakteurin. Da sprach Bill Gates ganz spontan das Mikrobiom an. Und da ein kleiner Hinweis, googelt das einfach mal, Angriff auf das Mikrobiom. Da werdet ihr extrem interessante Beiträge finden. Ich werde die nicht verlinken, bewusst. Und das Mikrobiom ist ja sehr anfällig und es gibt teils keine wirklich effektive Antibiotika. Das geschieht im Darm, kann sich auch aufs Hirn übertragen, kann brandgefährlich sein. Es kann auch entstehen durch Biowaffen, Übertragung von Tieren, Bakterien, die vielleicht aus der Arktis aufgrund von Global Warming entstehen. Vielleicht gibt es auch mal ein Labor-Accident, Notfall.
Vielleicht sind es auch resistente, mutierende, unbehandelbare Geschlechtskrankheiten aufgrund von bakteriellen Infektionen. Bullshit. Tja, es gibt eine Supergonorrhoe und die entsteht aus wo? Südostasien. Und sie kommt entsteht durch und verbreitet sich durch Sextourismus. Supergonorrhoe, weil sie nicht behandelbar ist mit allen 5 normalen Mitteln, Antibiotika, mit denen Gonorrhoe behandelt wird. Ihr werdet sehr schnell verstehen, was für eine Tragheit überhaupt Geschlechtskrankheiten haben. Erste Fälle sind bereits in USA, Europa und Australien dokumentiert. Es verbreitet sich ordentlich oder man könnte auch sagen unordentlich. Globale Geschlechtskrankheiten. Was geht es hier? Quelle ist natürlich die WHO. Schätzt im Jahr 2020 374 Millionen Neuinfektionen. Wer sich mit Demografie beschäftigt ist, weiß, dass die Weltbevölkerung ungefähr bei 8 Milliarden liegt. Und wir reden hier aber nur über eine begrenzte Zahl an Menschen im Alter zwischen 16 und 49 Jahren. Dass man ein bisschen weiß, wie viele Leute Gonorrhoe sich einfangen pro Jahr. Man kann es auch mal hochrechnen, wenn man ganz primitiv rechnet. Wenn das 20 Jahre passiert oder 24 Jahre, dann genauer gesagt, haben alle Geschlechtskrankheiten. Nur es sind oft dieselben, die sich immer wieder infizieren. Aber Gonorrhoe betraf immerhin 82 Millionen Fälle. Syphilis 7,1 Millionen, Chlamydien 129 Millionen und Trichomoniasis 156 Millionen. Also es ist ein riesen Thema und es hat auch auf die Sterblichkeit einen Einfluss. Man sollte auch mal erwähnen, dass Hepatitis B auch über Verkehr übertragen werden kann. Das waren immerhin im Jahr 2022 254 Millionen Infektionen. 311.000 Todesfälle durch Papillomaviren. Und was echt heftig ist, das wissen nicht alle oder wenige. Wer Syphilis bekommt, Syphilis ist eine sehr trickreiche Krankheit. Phasen 1, 2 und 3, man entdeckt sehr, sehr oft, sehr spät, dass man überhaupt Symptome hat. Dann kann man es durch Penicillin B oder andere Sachen stabilisieren. Aber man kann es nicht heilen. Die Organschäden, die bis dahin eingetreten sind, nicht heilbar. Die sind da. 2022 infizierten sich schätzungsweise 1,1 Millionen schwangere Frauen mit Syphilis, was zu 390.000 unerwünschten Geburtsergebnissen führte. Allerdings sind das in vielen Fällen tödliche Ergebnisse. Es hat sich leider bewahrheitet, dass Syphilis kein uraltes Problem ist, was man stressfrei handeln kann. Ihr seht hier die Liste von Al Capone zu Friedrich Nietzsche, Bram Stoker, wer das nicht weiß, der hat, Frankenstein, der hat Dracula gemacht. Franz Schubert hat tolle Lieder geschrieben. Und Eduard Manet hat tolle Bilder gemalt. Und Bob Rummel, der auch an Syphilis gestorben ist. Der gute Mann war der Modezar des 19. Jahrhunderts. Chlamydia, das hat sich John F. Kennedy eingefangen. HIV ist ja eine breite Palette von Charlie Steen und meinem ehemaligen Basketball-Buddy auf derselben Mannschaft gespielt, lange Zeit. Magic Johnson in Michigan. Papillomavirus, das war Michael Douglas, auch ein Geschäftspartner von mir. Genitalherpes dokumentiert angeblich. Also, wie heißt der Typ aus Baywatch? Keine Ahnung. Aber gehen wir doch mal in den Markt. Welche Überraschung? Impfungen sind ein großer Markt und Geschlechtskrankheit ist ein Riesenmarkt. 170 Milliarden wird er geschätzt im Jahr 2032. Aktuell um die 100 Milliarden. Die Kurve wird viel stärker steigen. Diese Schätzungen sind meines Erachtens viel zu niedrig. Aber es lohnt sich da zu investieren und da, ja, sagen wir mal, bakterielle Infektionen zu identifizieren und zu lancieren. Ich liebe regionale Checks und nationale Checks und wo ich kann, internationale Checks. Ich habe mir einfach mal das King County in Washington genommen, so Hightech. Ich möchte auch mal so die Westküste prüfen, die Ostküste, nochmal so das Mittelamerika.
Da sieht man einen derartigen epidemischen Anstieg. Cisgender Woman in der Beschreibung, das heißt einfach eine richtige Frau. Cisgender Man ist ein richtiger Mann. Also wir haben jetzt nicht die Leute dazwischen in der Statistik, sondern nur Frauen, die schwanger sind. Was da los ist, es gab kaum Fälle, vielleicht 15 Fälle im Jahr 2007. Mittlerweile haben wir ungefähr 270 Syphilis im Staat Tennessee. Immerhin. Ja, in den Jahren 2017 bis 2022 162%. Und in diesen kongenialen Syphilis, was die Kinder betrifft, einen Anstieg von 400%. Und in den USA, weil ich natürlich auch die Nationalstatistiken, wo sie gut vorhanden sind, nutze, Faktor 1000%, 10-mal seit 2012, absolute Steigerung der Schärfe dieser Kurve seit 2020. Was ist da wohl passiert? Da war ja Long-Covid, es war was anderes. Und allein von 2020 auf 2021 in einem miesen Jahr ein Anstieg von 32%. Das sind in der Mathematik Standardabweichung, gerade diese Jahrestabelle, da wird es einem schwindlig. Da muss ich drauf achten. Und ihr seht das natürlich nochmal auf nationaler Ebene. Syphilis, alle Phasen von Syphilis, da haben wir den Anstieg von 79% über 5 Jahre und gerade was die schwangeren Frauen betrifft und ihre Kinder von 183%, das hat alles Einfluss auf die Sterblichkeit. Tja, was sagt das CDC, Center for Disease Control, da ist ja Fauci großartig präsent und sein Vorgänger, der mittlerweile behauptet, die Impfungen haben ernste Nebenwirkungen, dieser Schuft. Wie kann er das behaupten? Da haben wir die folgende Aussage. SDIs must be a public health priority. Das ist eine absolute Priorität im Gesundheitswesen. Und es gab schon wieder 2,5 Millionen zusätzliche Fälle nur im Jahr 2022. Hier steht, out of control SDI epidemic continues but lies at risk. Eine außer Kontrolle geratene Epidemie führt dazu, dass Menschenleben im Risiko sind. Ja, eine klare Ansage ist das. Und Experten warnen, out of control. Die US ist eine Situation, die ist out of control, außerhalb jeglicher Kontrolle. Und dann steht da noch, 700.000 weitere Amerikaner haben sich mit Chlamydia, Gonorrhoe und Syphilis im vorletzten Jahr angesteckt. So, jetzt sehen wir es nochmal richtig schön mit den Bildern, sieht man, wo richtig was abgeht und was gefallen ist. Ich gehe mal auf die Staaten, wo es tatsächlich gefallen ist. Das ist Vermont. Vermont hat, glaube ich, 300.000 Einwohner, Maine an der kanadischen Grenze, so 700, vielleicht 900.000. Aber die Amerikaner haben 330 Millionen Einwohner. Da sieht man also, wo die Post abgeht. Immerhin plus 25% Infektionsrate. Und das war bei Gonorrhoe und bei Syphilis fette 70%. Nochmal diese Connection, HIV, Syphilis, vielleicht einfach nochmal unabhängig sich die Studien anschauen. Es sprengt den Rahmen, wenn ich jetzt alles anspreche, was ich seit 3 Jahren mache. Und dass es kein Witz ist, auch nochmal eine Ansage der US-Regierung, im Frage- und Antwortteil, Pen-resistant Gonorrhea may be inevitable without changes. Diese, also Supergonorrhoe, könnte eine ganz, ganz schlimme Prophezeiung sein, wenn man hier nicht eine Lösung findet. Das kann sich richtig, was sagen Massachusetts Health Officials, also Regierungsbeamte im Gesundheitswesen im Staat Massachusetts. Also auch mit den ersten Diagnosen, dass es Fälle in den USA gibt. Ach, was interessiert uns die USA? Entspannt euch mal. Was ist in Europa los? Ey, die Amis machen so ihr eigenes Ding. Dann ja bei uns jetzt locker genauso mies aus. Chlamydia plus 30%. Gonorrhoe, also das ist seit 2015 nur bis 2022. Ich glaube mir, 2023er Zahlen sind nicht schöner. Und 2024 riechen richtig schlecht, also richtig infiziert. Chlamydia plus 29%. Wir haben 1,5 Milliarde Leute in Europa. Gonorrhoe
plus 131%. Ja gut, die guten Nachrichten bei uns ist Syphilis nicht so, steigt nicht so schnell wie in den USA. Dafür steigt Gonorrhoe in Amerika nicht so stark. Also ist auch eine gute Nachricht. 60%. Und jetzt sagt, das greifen ja die Amis schon schön auf, weil das ist die New York Post, das ist ungefähr die Bildzeitung von New York. Aber sie machen trotzdem teils ordentliche Recherchen und sagen, am 7. März 2024, Gonorrhoe-Fälle verdoppeln sich in Europa in einem Wahnsinnsanstieg sexuell transmittierter Krankheiten. Quelle European Center for Disease Prevention and Control, Data Shows. Das ist, also European Center for Disease Prevention and Control ist wie das CDC in Amerika. Also die Quellen, ich nehme hier keine Verschwörungsquellen. Ach, Asien ist gesund. Denen geht's bestens. Leider haben wir nicht so geile Daten in Asien wie in Europa, aber wir haben noch eine schöne Datenbank hier, nippon.com als Quelle. Auch Regierung, National Institute of Infectious Diseases, das ist das Pendant, habe ich ja gesagt, Amerika, Europa, Japan. Wir haben viele Leute, die Daten rechnen, zusammenzählen. Das ist freaky, von ein paar hundert im Jahr 2000 auf Mitte 10.000 Fälle. Astronomischer Anstieg, 22, 23er Daten auch nochmal höher, 24er Daten, mache ich eine kleine Wette, werden auch weiter explodieren. England! Die haben sich aus der EU verabschiedet, die machen vieles richtig, glaube ich. Kein kleiner Kommentar von mir jetzt. Da hat jetzt die Syphilis-Rate die höchsten, also nach Journalien, seit 80 Jahren erreicht, among straight people. Das sind also diese langweiligen Beziehungen für einen Mann und Frau. Und das stimmt auch nicht. Also wer es genauer analysiert, weiß, dass das leider seit 106 Jahren so ist. Wenn man sich die Daten anschaut, werden nämlich seit 1918 gesammelt. Wir haben dort auch einen Anstieg von 50,3% in einem Jahr, von 2021 auf 2022. Bei Gonorrhoe, naja, Syphilis muss man nicht ernst nehmen, da waren es nur 16%, soweit ich es hier richtig ablese. Ach, ist doch alles scheißegal. Also, ich habe eine Geschlechtskrankheit, die richtige harte Nebenwirkungen hat. Warum soll das meinen Konsum, meine Nachfrage beeinflussen? Ja, come on, man. Also das stecke ich locker weg, ja, wenn ich blind bin. Aber es gibt bei Syphilis wirklich Erblindungskrankheiten. Es gibt auch, die sind syphilitisch basiert. Das ist kein Augenkrebs. Aber ich kann ja wahrscheinlich noch irgendwie so einen Reader einkaufen gehen. So einen Blindenleser. Geburtenrate in Deutschland geht drastisch zurück. Neues Spielfeld. Auch so, ich liebe Standardabweichungen. Ich habe wirklich 10 Jahre meines Lebens damit verbracht, Zahlen zu kalkulieren, Modelle zu entwickeln. Ich frage mich, ich habe ja nicht gelebt. Ich habe in Zahlen gelebt. Ich teile sie euch mit. Wir haben hier auch aus einer sehr guten Quelle Geburtenraten in Deutschland. Die sind zu 21% in 4 Jahren zurückgegangen. Uns ging es gar nicht so schlecht nach 2000, als die Geburtenrate ungefähr im selben Ausmaß gestiegen. Aber überlegt euch das jetzt mal. Von 2000 bis 2019, also 2020, Mitte 2020, da ist noch was passiert, Ende 2020, glaube ich, hat sich die Geburtenrate aufgebaut gehabt und bricht dann in 3 Jahren ein, um 21%. Und irgendjemand hat das hier auf dem Schirm anscheinend. Zum Beispiel die Ministerin für Familie, die Familienministerin in Italien, Rockella heißt die. Weniger Kinder ist ein europäischer Notfall. Ja, warum schon denn? Was wollen denn Kinder konsumieren? Oh, die kaufen doch nur, die kriegen doch nur Spielzeug gekauft. Nee, die zahlen eure Rente, Mann. Und wenn ihr keine Rente bekommt, könnt ihr auch nichts ausgeben. Ich hoffe, es kommt langsam durch, dass diese Faktoren wichtig sind, auch für die Leute, die echt nicht denken wollen und können. Weltweiter Rückgang bei Geburten ist laut Forschern unumkehrbar. Und woran das liegt, berichtet sogar der Spiegel. Wiegert und Lutz und Bruppacher sagen das. Also, mein lieber Schwan, bald schrumpft die Bevölkerung in fast allen Ländern. Bingo, man hat es auf dem Schirm.
Aber das hat dann nichts mit der Wirtschaft zu tun oder mit der Nachfrage oder der Börse oder irgend sowas. Offensichtlich ist es manchmal so, dass es etwas länger dauert, bis der Markt richtig analysiert ist. Und noch so eine kleine, noch so ein kleiner Nebeneffekt. Wir beschäftigen uns mal mit Drogentoten, also Überdosis Drogentote in den USA in den letzten 12 Monaten. Schöne Grafik. Geht bis 2023. Jetzt sind die Daten besser als bei Geschlechtskrankheiten, also zumindest zeitnah. Weil ich habe nicht, hab keine guten Daten für 24 und für das zweite Halbjahr 23 bei den Geschlechtskrankheiten. Ja, es ist doch super. 110.000. Sterben mehr Leute an Drogenüberdosen in den USA als bei Autounfällen. Und die kaufen auch nicht mehr so viele Sachen ein. Und das hat mich echt geschockt. Das hätte ich echt nicht in 1000 Jahren raten können, weil Herzkrankheiten und Lungengeschichten, also auch Krebs, Lungenkrebs und so weiter, sind ja häufige Todesfälle. Aber in England ist Demenz ein häufiger Todesfall. Ich verweise auf einen sehr, sehr geschätzten, guten Bekannten, den Dr. Nails, der sich sehr mit Demenz beschäftigt. Quelle ist hier Gallup, absolut ohne die geringsten Zweifel einsetzbar. Und dass diese indoktrinierten Gehirne, diese Geschilder, die hat sich auch ganz am Anfang angesprochen, diese Grafik, was soll ich hier noch sagen? Vielleicht sind Depressive wirklich tolle Konsumenten, aber die müssen erstmal aus dem Haus kommen und sich mit Konsum beschäftigen und aus ihrem Tunnelblick kommen. Aber das haut mich wirklich um. 29% nach dieser Umfrage der Amerikaner beschreiben sich als 29% als lifetime depressed. Lebenslang bin ich deprimiert. Aber das wäre ja nicht so schlimm, das wäre schon immer sehr recht hoch, das wäre um die 20%. Aber seit diesem sagenhaften Jahr 2020 ist diese Zahl um 34% gestiegen. Und dann gibt es so die anderen, die sagen, ach, ich bin nur in so einer temporären Depression. So wie dieser Typ, der da diese Verhöre führt im Fernsehen. Der hat auch so ein Buch über Depressionen geschrieben. Das hat mir echt gestunken, weil er hat mein eigenes Buch getoppt. Ich war Nummer 2, dann war ich auch immer nur noch 3 in dem Jahr. So ein Namen möchte ich gar nicht erwähnen. Ja, so Verhörjournal hier. Und er ist auch noch, wahrscheinlich nur temporär depressiv. Aber der Wachstum in diesen 4 Jahren, wir gehen jetzt ins, also 3 Jahren eigentlich, wir gehen jetzt ins vierte Jahr, war 42,4%. Ich rede, wenn ich über Mathematik rede und Statistiken, dann bin ich sehr on mit differenzierter Mathematik. Das heißt, ich suche auch die unorthodoxen Quellen, die ein bisschen out of the box denken können und wollen. Und da seht ihr jetzt auf der nächsten Grafik, es sind 6 Regionen drin, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, bla bla bla. Und da konzentriert man sich auf den Bevölkerungswachstum oder Rückgang bei den Erwerbstätigen in der Altersstufe 20 bis 64 Jahre. Ratet mal, was passiert ist. Wir sind jetzt schon rückläufig, aktuell. Wir haben weniger Beschäftigte als noch vor einigen Jährchen. Also vor kurzem, wir sind so genau an der Kippe. Es geht bergab. Europe is screwed, sagt jeder, der 3 Hirnzellen hat in Amerika oder in Asien. Und in anderen Regionen sieht es etwas besser aus. Lateinamerika sieht nicht so super aus. Asien, macht euch euer eigenes Bild. Aber es gibt so Nerd-Circles bei den Datenfressern. Ein so ein Nerd-Verein nennt sich The Economist Blog, nutzt aber hier lustigerweise die Quelle World Bank und sagt, ja, schwindende Arbeitskräfte, die verdienen ja Geld. Ein Rentner findet in der Regel weniger als eine Arbeitskraft. Auf breiter Flur. Und wenn man diese kleinen Länder mal zusammenzählt, dann ist es immer 70% der Weltwirtschaftsleistung. Aber es ist ja auch eine Banalität. Also macht weiter euer Ding und habt das nicht auf dem Horizont. Es muss ja auch nicht morgen eintreffen. Lebenserwartungen. In meinem letzten Video war das wirklich wichtig. Ihr seht diese Dellen. Das sind ja wunderschöne Kurven. Die waren sehr steil und so
Ab 2020 werden die weniger steil und überall ist ein Einbruch in diesem Jahr 2020 zu erkennen. Und der geringste Einbruch, das ist ja wirklich sportlich, ist in West- und Nordafrika oder in Ozeanien. Ohne Australien, Neuseeland, was ist denn da los? Haben die sich wenig geimpft? Ich weiß es nicht, haben die wenig Covid bekommen? Möchte ich nicht behaupten, aber es regt mich an, darüber nachzudenken. Und was wäre denn, wenn diese These, die ich in den letzten vier Videos aufstelle, dass wir vielleicht ein Bevölkerungsproblem haben? Das decken, sagen ja auch einige Leute an. Aber wir schauen uns das multidisziplinär an. Wir schauen uns das über verschiedenste Sachen an. Branchen, Bevölkerungen, Krankheitsbilder, Epidemien, Pandemien, alles mögliche, Plandemien. Was wäre denn, wenn diese Kurve nicht so schön nach oben geht und der Konsum weiter steigt, sondern eher nervös ist und vielleicht sogar fallen könnte? Ich stelle einfach mal die Frage, wäre das chaotisch? Oder geht alles weiter? Oder wird das alles so gut, wie es mal war? Wir haben blindierte Gehirne, wir haben kaputte Seelen und Körper. Mein Fazit ist, get real. Also mein Fazit ist noch primitiver, aber sehr konzentriert. Es gibt mindestens 5 globale Pandemien, zusätzlich zu der, die wir erlebt haben, die zum größten Teil weder durch die Versicherungsmathematiker noch bei den größten globalen Kapitalanlagestellen sauber und ausreichend berechnet wurden und in ihren Modellen inkludiert sind. Und da das zu stimmen scheint, also ziemlich statistisch aus erstklassigen Quellen erhoben, müsste das doch unweigerlich früher oder später zu verheerenden Fehlallokationen von Kapital und unschönen Überraschungen und Verzerrungen führen, wenn sich diese Realität, diese Zahlenrealität im Anlegerbewusstsein abbilden sollte. Meine Prognose kennt ihr, das ist alles ein außerordentlich wichtiger Faktor in meiner Mathematik, zwischen den Jahren 2025 bis 30 spezifisch erwarte ich, dass das auch andere Leute berechnen, in den Jahren 2025 bis 2027. Das Webinar ist crazy wichtig, wenn ihr euch um eure Gesundheit, eure Zukunft und eure Vermögen Gedanken macht. Wir haben ein ernstes Thema. Wir können aufgrund von technischen Einschränkungen nur 5.000 Leute aufnehmen. Ich werde darüber garantiert nicht auf YouTube ausführlicher reden. Und bitte registriert euch. Und wenn ihr euch registriert, nehmt bitte daran teil, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen diese Grenze poppen werden. Und jeder, der sich registriert und nicht das Webinar anschaut, der blockiert jemanden, der wirklich sich Wissen aneignen will. Eigenverantwortlich, der nicht zu den Opfern zählen will. Dieser Szenarien, der gerne realistisch ist oder wenn er etwas Wagemut hat, zu den Profiteuren des Chaos gehören will. Das war's. Der Ball ist bei euch. Get real und get going. Euer Florian.